Hallo Leute, bin back. Und wie gesagt, ich habe meine Pokémon trainiert. Sarah Level 15, Nightmare Level 15 und dieses Viech Level 15. Und weiter geht es. Ach übrigens, ich habe festgestellt, dass die Eichhörnchen nicht nur Top Genieter droppen, sondern auch noch da ein Ultraball. Was war's noch? Super Dingens da, Nugget und hier Protein und PP ab. Und ich glaube, Protein benutze ich gleich mal für Nightmare. So, jetzt ist Nightmare erstmal stärker. Und ja, weiter geht's. Aus. Und da sitzt dieses hässliche Scheißteil und schon habe ich keinen Bock mehr, dieses Haus weiter zu erkunden. Letting a big can see the way. Ha ha ha. What the? Oh. Okay. Ich mach das, thinks it, think wandering around. Es ist unequipped. Ist das nicht eine vom Team Aqua normalerweise? Naja. Ja, und an das Item kommt man bestimmt auch nicht ran. Pikachu oder... Nein, warte, das kann gar kein Pikachu sein. Was ist denn das? Yeah. Okay. Darauf gehen wir nicht weiter ein. Kommt man an das Item da hinten? Wow, man kommt an das Item. X-Defend. Okay. Okay. Was ist hier oben? Gar nicht. Das erste ist schon mal, wo ist die Arena? Ist das die Arena? Das ist eine Schule, eine große Schule. Wo ist die Arena? Wie kommt man noch da oben? Oh. Das ist die Arena? Ja, also ist es die Arena? Ja, es ist die Arena. Okay. Ich habe Nightmare so weit trainiert, dass er nur noch einen einzigen Erfahrungspunkt braucht, um ein Level up zu kriegen. Ach ja, ist ja eine Käferarena, genau, stimmt ja. Cool. Oh ja. Da seht ihr noch einen Erfahrungspunkt. Okay, ungefähr. Oh yeah, in der Käferarena ist Nightmare voll im Vorteil. Er will 106 erfahren. Er reicht Level 16. Er will Biss erlernen. Natürlich bringe ich ihm Biss bei. Kann weg. 1, 2 und... Puff. Ey, jetzt puff nicht, schwupp. Okay. Und er lernt Biss. Biss ist eine Unlichtattacke. Nein, Knirscher war eine Unlichtattacke, aber was ist Biss? Nein, ich will nicht switchen. Sendet. Aha, was ist das? Ist doch eine ordentliche Attacke. Okay. Bam! Super effektive. Erfahrungspunkte. Jetzt muss ich Nightmare entwickeln. Jawoll! Nightmare entwickelt sich. Jum. Was kommt jetzt? M-Baby. Okay. So, Doppelkick. Natürlich, wegen wem auch noch Doppelkick bei. Aber ich muss zugeben, gar nicht mal so schlecht. Jetzt interessiert mich aber, wie die anderen ausgesehen hätten. Na egal. Das ist nicht der Arena-Leiter. Nein, ist es nicht. Ich werde niemals deinen Superwurm besiegen. Ach nein, dann zeig mir mal deinen Superwurm. Du. Du. What? Na egal. Oh, das sieht... Ey, der sieht von hinten cool aus. Na egal. Los, benutze deine Glutattacke und hau seinen Superwurm weg. Und das war super effektiv gegen deinen Superwurm. Ha, ha, ha. Defeated das Ding. You are an ugly worm. Get out. Ha, jetzt schmeißt er deinen Wurm weg. Oh, das wollte ich doch nicht.
Egal, weiter zum Arena. Also vom Äußeren aus ist es schon mal voll hässlich. Ich bin Betty. Okay, gut, gut. Ja, die sind hässlich. Nein, die sind wirklich hässlich. Oh mein Gott. Nightmare. Ey, gut, dass ich trainiert habe. Die sind nämlich hier ziemlich stark. Wie es aussieht. Okay, erster Wurm ist tot. Oh, toll. Jetzt kann ich gleich die anderen wieder hochleveln. Und wen ruft er? Was ruft sie jetzt? Ach du Scheiße. Das Teil sieht echt hart aus. Wow, es hält auch Menge aus. Moment. Hä, wieso ist das nicht sehr effektiv? Das ist kein Käfer-Pokémon. Aua. Das hat gesessen. Oh, oh. Ich ahne übel. Oh mein Gott. Ach so, ist nur ein Trank. Ich dachte schon. Gut. Huh, gehittet. Ey, boah. Er gekrittet. Gehittet ist zwar nicht. Naja. 433 Erfahrungen, nie umfasst. Und ich habe Betty besiegt. Ja. Well, you, well, the CPL, Corner Pokémon Link, bla bla. Ja. Jetzt gib mir den dämlichen Orden. Pokémon, Kokons. Zu Butterfly, was? Rock Tump, a Buck Move. Like Rock, bla bla bla. Ja, ja, halt ich glaube. So. Okay, gucken wir uns mal den Orden an. Sieht aus wie eine Nase. Naja. Was haben wir jetzt für eine Attacke bekommen? Da. Stop the formula. Ach so, das ist das, was dieses Viech eben eingesetzt hat. Okay. Somit haben wir dann erst einen Arena-Boss besiegt. Arena-Boss. Aber eine coole Arena. Und der blockiert den Fahrstuhl, dieser Penner. Jetzt muss ich nach unten laufen. So. Ach, ich könnte laufen, ich bin doof. So, hier irgendwo in der Stadt gab es doch Zerschneider. Dann suchen wir mal Zerschneider. Was ist ein Ronslept? Okay. Wenn ich herausfinde, was ein Ronslept ist, gebe ich es dir, Junge. Apropos Pokédex, muss ich auch mal checken. Aquack. Okay, ich habe keins. Na egal. Also, was ist ein Ron... Ach, das hier sind die Entwicklungs... Ach so, ich dachte schon. Hamed. Hamed ist unsere Sarah. Was ist das? Das ist diese hässliche... Diese Analdusche. Das ist dieses hässliche Scheißteil. Ach so, das ist das Plagoink-Viech. Das war das da. Wie viele Pokémon gibt's denn hier? Wow. 104... Ach, es geht noch weiter, okay. Was der Kerl da oben gesagt hat, habe ich schon wieder vergessen. Wer gibt mich jetzt der Schneider? Crash! Hey, you, stop! Ich würde mal so knallhart sagen, abgezieht. Ach so, jetzt ist... Ah, okay. Wo ist das da? Hey, nice to see you again. Infrarot-Detektor, whatever. Please give a... Greeny Cave. Okay, ich hol's mir. Okay. Okay, komm, bla bla. Bla 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 bla. Ah, jetzt muss ich erstmal alle Typen anquatschen und herausfinden, von wem ich Zerschneider kriege. Gibst du mir Zerschneider? Was ist denn da oben?
Frauen zu täuschen. Okay. Also ich muss sagen, es sieht verdammt schön hier aus. Oh, Bären. Drei davon, wow. Großzügig, sehr großzügig, muss ich schon zugeben. Und ja, komm schon, gib her. Halt. So, it looked like a black oink. Was? Das sieht aus wie ein... Ja, doch. Ein bisschen sieht's aus wie ein Plug-Oink. Also da das Ohr, da das Ohr, da... Ja, doch, sieht wirklich aus wie ein Plug-Oink. Naja, und mit dieser wichtigen Erkenntnis beende ich diesen Part. Haut rein, Leute!